Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf diesem Kanal. Diesmal mal nichts wieder mit Ernährung, heute mal wieder ein bisschen Smart Home. Und zwar hatte ich oder habe immer noch die Eve Thermo, also die Thermostate sozusagen, die smarten Thermostate von der Firma Eve. Eve Thermo heißen die. Habt ihr jetzt den ganzen Winter benutzt, also sozusagen eine Winterperiode ja durchprobiert für euch und wollte meine Erfahrung mal mit euch teilen. Wie sind die, wie funktionieren die, hat das alles gut funktioniert? Und ja, das ist heute das heutige Video. Wir können uns die Teile ja mal angucken, wie die so aussehen, und dann reden wir ein bisschen, ja, wie die so funktioniert haben, was meine Erfahrungen waren, wie so die App funktioniert, ja, die Steuerung und so weiter. Und ja, wie gut das in diesem, ja, halben Jahr, nicht Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, na doch, halben Jahr, was sie da so geleistet haben und ob ich die weiterempfehlen kann oder vielleicht auch nicht. Ja, hier habt ihr einen Heizkörper. Heizkörper muss ich nicht mehr erklären. Hier suche ich das Ganze aus. Finde ich rein optisch. Ja, sind das schon, sehen die schon ganz, sehen die sehr gut aus. Hier mit dieser glatten Front. Hier vorne Eve. Hier vorne haben wir auch das Batteriefach. Ich öffne das mal. Ja, kommen zwei ganz normale AA-Batterien rein. Wie gesagt, zur Akkuleistung kommen wir gleich noch zu sprechen. Hier haben wir oben noch einen kleinen Reset-Knopf, wo wir das Ganze zurücksetzen können. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier oben zwei Touch-Knöpfe. Ich öffne das mal. Ihr seht jetzt, das Ding ist aus. Dann zeigt er zwei Striche. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Man kann jetzt aber auch hier intakt hier 20,5 Grad, 21, 22 Grad. Wie gesagt, das hier einstellen, dann blinkt es kurz, speichert das, ist weg. Aber wir wollen jetzt wieder ausmachen. Wir haben ja Sommer. Ja, so ist dann aus. Das Ganze kann man natürlich auch komfortabel über eine App machen. Wie gesagt, so sieht das ganz gut aus. Wird hier rangeschraubt. Wie gesagt, passt eigentlich, sind Adapter mit bei. Das passt halt eigentlich überall ran. Wie gesagt, so sehen die, wie gesagt, ich finde die optisch wirklich sehr ansprechend. Ja, Installation geht auch kinderleicht. Aber nicht nur das, wie ihr hier sehen könnt, benutze ich auch noch diese Fensterkontakte dazu. Da kommt ein Teil überhalb des Fensters und ein Sensor hier auf das Fenster geklebt. So, habt ihr es gesehen? Also wie gesagt, ich benutze die Eve Thermostate plus diese Fenstersensoren ja in Kombination, weil ja, kommen wir gleich noch drauf. Wie gesagt, so wie gesagt, die Verarbeitung ist sehr, sehr gut von den Geräten, sieht sehr, sehr gut aus. Also optisch ist natürlich Geschmackssache. Man kann auch das Bildchen von, wo man umdrückt, umdrehen in der App. Das heißt, wenn man die Sensoren jetzt irgendwie anders anbauen muss, weil der Heizkörper so ist, kann man das auch umdrehen, dass es halt von der anderen Seite zu sehen ist. Also wie gesagt, da gibt es alles Anpassungsmöglichkeiten. Das finde ich auch sehr gut. Wie gesagt, die Thermostate kosten, glaube ich, so im Durchschnitt 70, 80 Euro. Man kriegt es auch teilweise im Angebot oder mit mehreren. Also da variieren die Preise wirklich sehr. Genauso wie die Fensterkontakte. Die kosten, glaube ich, so im Durchschnitt 25, 35 Euro. Gibt es aber auch im Angebot für um die 20 Euro. Also die sind auch öfters bei Amazon zum Beispiel mal im Angebot. Ich verlinke euch das mal alles hier unten. Könnt ihr mal gucken, die aktuellen Preise. Die ganzen Geräte gibt es schon mit der Thread-Steuerung. Das heißt, geht viel schneller alles. Ja, ich will jetzt nicht genau zeigen, was das, wenn ihr das wissen wollt, googelt das mal, was das bedeutet. Das ist ein neuer Standard, der eingesetzt wird. Dadurch kommunizieren die ja viel, viel schneller. Sonst haben wir diese Eve-Geräte, brauchten ja immer, also brauchen sozusagen immer einen HomePort oder, also wie gesagt, das Ganze ist ein Apple-Universum natürlich vertreten. Und da brauchen die, also in Apple HomeKit, und da brauchen die dann halt immer eine Servicestation, die sie mit Bluetooth kommuniziert haben. Jetzt kommunizieren die unter anderem mit diesem Thread-Standard. Das geht halt alles viel, viel schneller. Das sind die Sensoren, gibt es jetzt mit Thread-Steuerung, die Heizkörperthermostate auch. Ich habe aber auch noch zwei ältere Thermostate ohne Thread-Steuerung, aber das ist jetzt nicht so schlimm, weil so oft verstelle ich die ja nicht. Ja? Bei mir ist das jetzt Ganze so geschaltet, dass diesen Fensterkontakten, bloß mal den Sinn zu erklären, wenn mir ein Fenster aufgeht oder eine Tür in diesem Raum zum Beispiel, geht das Thermostat aus, also es schaltet die Heizung ab, sagen wir es mal so. Sobald das Fenster wieder geöffnet, wieder geschlossen wird, heizt er weiter. Das finde ich ist eine coole Sache. Und am besten würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal zusammen in der App an, oder? Kurz nochmal, bevor wir jetzt die App angucken, nochmal zu der Einrichtung der ganzen Geräte. Wie gesagt, anschließend alles einfach. Man wird auch durch die App geführt, die ja sagt genau, was man machen muss. Das geht wirklich kinderleicht. Wir haben diesen Sensor, also diesen QR-Code, den wir abscannen müssen. Dann ist das Ding gleich aus automatisch in Apple HomeKit integriert. Das funktioniert alles sehr gut. Man muss natürlich den Sensor danach noch in den ersten ein, zwei Wochen einstellen, weil
Man hat ja das Thermostat sozusagen, was die Temperatur misst, ist ja direkt am Heizkörper. Ja, also sind die Werte da natürlich nicht wie in der Mitte vom Raum. Da ist natürlich wärmer, ist ja logisch. Und dann wird er natürlich früher abschalten. Und bei Eve ist es so vorgegeben, dass der minus 1,5 Grad von sich von der Einstellung schon wegnimmt vorher. Ja, wie gesagt, weil das ja, wie soll ich sagen, näher am Heizkörper dran ist. Und dann kann natürlich sein, dass man noch eine Fensterbank drüber hat, dass sich die Wärme da ein bisschen staut. Und dann sind die Werte natürlich nicht richtig. Und dann kann man das selber eingeben. Zum Beispiel, dass man in minus 2 Grad oder minus 3 Grad oder auch Plusgrade oder auf 0 stellen kann, die ganze Sache. Muss man sich ausprobieren. Am besten ist, man stellt irgendwie da, wo man immer sitzt oder sich aufhält, ein Thermometer hin, vergleicht dann so ein bisschen die Temperaturen. Was sagt jetzt zum Beispiel die Temperatur vom i, von dem Thermostat? Wie ist die Temperatur wirklich im Raum? Und dann kann man das halt anpassen. Das dauert vielleicht mal so. Muss man vielleicht so 1 bis 2 Wochen, wenn man mehrere Räume hat, das aus, ja, sich ausprobieren, ging aber ganz gut und hat nachher auch wirklich sehr gut funktioniert. Das muss mal kurz noch so zu der Einrichtung. Wie gesagt, ich habe das wirklich in jedem Raum habe ich diese Thermostate, in jedem Raum habe ich auch diese Fensterkontakte und das funktioniert wirklich sehr gut. Aber jetzt würde ich sagen, kommen wir hier zur App. So, die Eve-App, wie gesagt, funktioniert ganz gut. Ich habe das mal hier jetzt hier so als Beispiel von meinem Wohnzimmer. Ja, da haben wir hier mehrere Geräte sozusagen, die dort sind. Und wir gehen hier mal auf die Heizung. So sieht das Ganze aus. Natürlich sind jetzt keine Daten verfügbar. Man kann sich natürlich anzeigen, wie sind die Temperaturen. Er lädt die jetzt erst ein bisschen nach. Hier sieht man, das Ventil ist geschlossen. Das erklärt sich eigentlich alles schon von selbst. Dieser Heizungsmodus, oder wir fangen einfach mal ganz von oben an. Oben haben wir Eve Thermo, dann die Nummer dazu. Da kann man hier noch rüberklicken. Dann sieht man hier die Batteriestatus, kann dann noch ID und ein paar Sachen einstellen. Apropos nochmal kurz zu der Batterie. Die haben eigentlich ganz gut gehalten. Wir können ja mal ganz kurz auf ein anderes Zimmer gehen. Ich will mal gucken, wie da wegen der Temperatur. Ja, hier sieht man, das ist kein Tread-Gerät, da dauert es ein bisschen länger, bis er verbunden ist. Und da sehen wir hier, dass die Akkuanzeige fast leer ist, wie ihr da oben sehen könnt. Wie gesagt, das war jetzt eine Heizperiode, die er jetzt durchgemacht hat. Und wie gesagt, 6 Monate Akku ist jetzt, naja, ich sag mal so bei 20, bei 30% vielleicht ist der Akku. Und ihr habt ja gesehen, dass in meinem Wohnzimmer, wenn ich da auf Heizung gehe, dass er da die Batterie voll angezeigt hat. Das liegt daran, da muss ich die Batterien schon vor circa kurz vorm Ende der Heizperiode wechseln, weil da waren sie leer gewesen. Das liegt aber daran, dass sich dort halt ja, die Terrassentür befindet und die wird natürlich sehr oft geöffnet. Auch im Winter auf, zu und jedes Mal fährt er das Thermostat hoch und runter und das kostet natürlich Akku. Ja. Wie gesagt, kommen zum Glück normale Batterien rein. Fand ich jetzt ist nicht so schlimm. Zeigt ja auch rechtzeitig an, dass die Batterie leer ist. Weiß man Bescheid. Oh, hier Meldung, Batterie ist fast leer. Kann man sich auch welche besorgen noch. Das läuft noch ein paar Tage. Sagt auch rechtzeitig Bescheid. So, das ist sozusagen das erste Ding. Wir können zum Beispiel hier auch die Temperatur ändern, wenn wir das hier sehen. Hier, ja, so und so. Können wir die Temperatur, die eingestellte, ändern. Wir sehen zum Beispiel, wie sind die Temperaturen gerade, zu welcher Uhrzeit. Wir können uns hier wirklich tagelang, also ja, wir können hier auf Dings gehen. Ja, dann kann man hier Stunden, Monat, fragt er das alles ab und können da halt das wirklich hier auswerten mit Zieltemperatur, die ganzen Messungen, die er alle hat. Ja, die nächste nach dem Batteriewechsel sind die auch alle weg, oder? Zeigt er das alles an? Normalerweise müsste eigentlich noch mehr anzeigen. Aber irgendwann ist natürlich der Speicher auch voll. Ja, ihr seht ja hier 144 Einträge. Nur an einem Tag, hier an dem Samstag am 7. Mai wurde 144 Einträge. Aber irgendwann 144 sind da irgendwie, ist da ein Maximum vielleicht. Ja, ihr könnt da wenigstens, ihr könnt da wirklich alles auslesen, euch anzeigen lassen. Das ist schon nicht mehr normal. Wir haben hier auch den Modus, das ist der Heizmodus. Der ist jetzt natürlich auf aus. Wenn man den einschaltet, ist die sozusagen das Thermostat aktiviert. Und wir können Zeitpläne erstellen. Ja. Hier sagt er, und Ventil, ob es geschlossen und geöffnet ist. Das kann man sich natürlich auch noch in der, hier wurde noch geheizt, da sieht man es noch. Wie weit das Thermostat offen war, das kann man sich hier auch alles anzeigen. Da kann man auch wieder hier rauf gehen und dann kann man sich wieder hier Messungen an alles anzeigen lassen. Also das ist wirklich auch für ja so Fetischisten kann man sich das anzeigen lassen. Und wir haben Zeitpläne. Da können wir mal kurz reingehen. Wir haben Zeitpläne. Wir können halt
hier auch nochmal raufgehen auf den, dann sieht man das. Wohnzimmer sparen heißt das. Man kann Komfort und sparen, ist dann halt so die Dingstemperatur und die. Das kann man dann einstellen hier in dem Bereich. Die Wochentage kann man auswählen und dann kann man halt noch mehrere Programme, noch andere Komfortphasen hinzufügen. Also man kann sich das wirklich individuell anpassen. Das ist schon eine sehr gute Sache. Ja, und wo war denn das jetzt mit? So, wenn man jetzt natürlich dann noch Automation, seht ihr hier unten schon, die dazugehören. Die kann man natürlich Abwesenheitsbasis, kann man auf Fenstererkennung, habe ich jetzt hier eingestellt. Gibt es einen Urlaubsmodus, man kann auch andere Regeln und Szenen dazufügen, aber ganz geil ist natürlich hier diese Fenstererkennung, die hier aktiviert ist. Die geht, also ihr müsst keine Automation automatisch erstellen für diesen Raum, sondern man geht hier auf Fenstererkennung. Hier seht ihr, Tür-Terrasse habe ich hier eingeschalten. Maximale Pause. Man kann natürlich jetzt hier noch einstellen, dass es dann, wenn Fenster Tür auf ist, dass in einer Stunde wieder angefangen wird zu heizen, obwohl das Fenster. Ich mache aber immer unbegrenzt. Das heißt, sobald das Fenster wieder zu ist, wird weiter geheizt. Ja, und dann kann man hier noch. Das sind die 10. Wohnzimmer, Fenster geöffnet. Kann man noch Regeln einstellen. Also man kann da noch sehr viel anpassen. Ich wollte hier unbegrenzt. So, ja, alles gut. Ja, finde ich eine sehr gute Sache, dass man nicht extra dann eine Regel erstellen muss. Ja, also das funktioniert auch. Wie gesagt, funktioniert alles wirklich sehr, sehr gut. Dann können wir ja auch mal zu so einem. Okay, hier habe ich nicht so einen Sensor. Gehen wir mal hier nochmal ins Schlafzimmer, Heizung. Nee, ich wollte diesen Sensor. Fenster links zum Beispiel. Hier haben wir die Sensoren, wann Fenster geöffnet wurden. Und da sieht man auch diesen Punkt richtig: Heizung, Schlafzimmer steuern, ein. Ja, kann man auch noch einstellen hier. Fenster links, rechts. Maximale Pause ist also dieselbe Einstellung, wie man das bei dem Eve Thermo machen kann. Ja, und hier hat man dann sozusagen ja die ganzen Daten dazu. Finde ich alles eine sehr, sehr gute Sache. Ich wollte hier noch mal kurz bei der Heizung gucken, wenn wir jetzt hier mal auf die Daten gehen. Monat. Also er speichert wirklich nicht jetzt alles hier, keine Daten vorhanden. Er lädt auch noch ein paar Daten jetzt hier. Messungen, mal kurz gucken. Also wie ihr sehen könnt, sind das immer so bloß 1,5 Monate, die er da speichert. Aber wie gesagt, wer will schon so weit zurückgucken, oder? Bloß mal so zur Information. Ja, das ist die App. Wir können ja noch mal kurz gucken, wie das in der Home-App aussieht. Ja, so sieht das sozusagen, wenn man ein Wohnzimmer hat, aus. Da hat man hier noch diesen in der Home-App sozusagen. Jetzt ist es 22 Grad im Wohnzimmer, es ist warm, sie ist aber ausgeschaltet. Oh, sie ist aber ausgeschaltet, das würde man hier diesen Punkt sehen. Jetzt ist sie aktiviert, hier ist sie wieder ausgeschaltet, das kann man hier auch machen. Man kann natürlich hier auch noch auf diesen Dings gehen und sich hier in Grad Celsius, Batteriestatus 95%, kann man sich das alles noch. Ja, abschließend, was soll ich sagen? Ich bin begeistert von diesen Thermostaten. Wirklich zufrieden, hat wirklich sehr gut funktioniert hier in der Wohnung. Hatte das erst, wie gesagt, die ersten 2, 3 Wochen bloß erstmal einen Heizkörper ausprobiert, erstmal gucken, nicht, dass dann nachher überall die Heizung alle heiß sind. Aber es hat wirklich sehr gut funktioniert. Bin sehr zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Meiner Meinung nach sind sie das, sie sind jetzt nicht günstig, aber wenn man sie im Angebot kauft, dann passt das schon und ist halt sehr komfortabel. Man kann auch noch eigene Zehen zum Beispiel im Bad. Ich stehe halt, habe morgens zum Beispiel unterschiedliche Zeiten, wie ich aufstehe. Dann kann ich zum Beispiel das mit meinem Wecker, mit dem Handy, wenn ich mich vom Handy wecken lasse, das koppeln sozusagen, dass wenn mein Wecker klingelt, zum Beispiel die Heizung im Bad ein bisschen hochdreht, dass ich morgens zum Beispiel in einem warmen Bad gehe. Also es gibt da wirklich sehr viele Möglichkeiten, die man machen kann. Wie gesagt, mit diesen Zeit, dass man, wie gesagt, wenn man arbeiten ist oder auch automatisch, wenn man das Haus verlässt, erkennt er das, dass die Heizung dann automatisch runtergeregelt wird. Und wenn man wiederkommt, heizt sie hoch und so. Also man hat da wirklich so viele Möglichkeiten und finde ich sehr gut. Und ich denke mal, ich kann es jetzt natürlich nicht nachweisen, dass es wirklich vielleicht auch ein bisschen was spart am Heizungskosten. Ja. Wenn ihr so eine Dinger benutzt habt oder auch benutzt, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben, wie eure Erfahrungen sind. Ich kann, wie gesagt, von mir aus nur sagen, dass ich das wirklich wärmstens empfehlen kann. Und ja, in diesem Sinne soll es auch an dieser Stelle gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.